Ich lese einfach jetzt nochmal eine kurze Szene aus dem zweiten Teil, die nicht in Berlin spielt, sondern Janosch in Erwartung, dass er bald das Millennium Silvester in Berlin, am besten ohne seine Freundin, nach Berlin fährt. Das ist so das Ding, was er noch regeln muss, und darum geht es in dieser Szene. Und das lese ich jetzt. Langsam ist es arschkalt auf dem Rad, selbst das Stück vom Bahnhof. Glaube, ich ziehe mir morgen Handschuhe an. Naja, bin ja gleich da. Janosch bog im Kern der Kleinstadt von der Hauptverkehrsstraße in eine größere Seitenstraße, von der dann schon die kleine Gasse abging, in der er seit dem Frühjahr mit Yvonne zusammenwohnte. Es war schon längst dunkel und nieselte leicht, er fror und war müde. Morgen nochmal hat dann endlich das lange Wochenende. Habe überhaupt keinen Bock mehr. Wofür mache ich die scheiß Ausbildung eigentlich? Um das dann mein ganzes Leben zu machen? Aber was soll ich sonst machen? Einfach so abbrechen und nach Berlin gehen, zu Tom und Bodo? Und dann weiter? Was studieren? Aber was? Naja. Er bog in die kleine Gasse ein, war erleichtert, jetzt gleich da zu sein, aber irgendwie fühlte er gleichzeitig seine Müdigkeit noch stärker. Yvonne wird bestimmt nicht mitkommen nach Berlin. Die reißt mir ja schon den Kopf ab, wenn ich die Ausbildung abbreche. Mache ich ja auch nicht. Wäre echt schön blöd jetzt nach 2 Jahren. Das eine Jahr kriege ich auch noch rum. Er stellte sein Fahrrad in den kleinen Unterstand im Hof und schloss es an. Mistschloss, klemmt schon wieder das Scheißding. Dann sprang er die kleine Vortreppe hoch, schloss die Haustür auf, roch das vertraute Aroma von Putzmittel und angedeuteten Speisegerüchen im Hausflur, stieg die eine Treppe hoch, machte die Wohnungstür auf. Zu Hause, Kohldampf habe ich. Und die nestwarme Luft strömte ihm entgegen mit dem Geräusch des Fernsehers aus der offenstehenden Wohnzimmertür. Er zog Jacke und Mütze aus und hängte sie an die Garderobe. Die Hand noch nach dem Anhängen der Mütze erhoben, hörte er leise Fußstapfen in Socken hinter sich und spürte im nächsten Augenblick schon Arme sich von hinten um seine Brust schlingen. Er drehte sich um, umarmte seinerseits Yvonne und hatte ihre großen grünen Augen direkt vor sich, die ihn ebenso anschmiegsam anschauten, wie sich ihr warmer, weicher Körper an ihn drückte. Sie wippte kurz auf die Zehenspitzen, tupfte einen kurzen Schmatz auf seine Lippen und machte dann »Na?« In ihm breitete sich durch den vertrauten Geruch, ihre vertraute Umarmung, die vertraute Zärtlichkeit ihrer Stimme und ihres Blicks sofort eine träge, wohlige Behaglichkeit aus. Er machte ein verschmitzt behäbiges »Och«. »Hast du Hunger?« »Och jo«, blieb er in seiner ironischen Brummbärrolle und schmunzelte wissend. Er roch jetzt bewusster den eben schon erahnten Essensgeruch aus der Küche und sein Appetit verstärkte sich noch. »Dann kannst du dir was warm machen, steht im Backofen«, sagte sie leicht hin und löste ihre Arme von seinem Körper und ihren Körper aus seinen Armen. »Ich hab schon gegessen, guck grad einen Film.« Das letzte hatte sie schon im Weggehen gesagt und war im Wohnzimmer verschwunden, aus der dann nochmal über dem Reifenquietschen und Sirenenheulen aus dem Fernseher ihre erhobene Stimme hörte. »Ist gleich fertig, muss das Ende noch mitkriegen.« In der Küche roch es noch stärker nach Essen, genauer nach Thunfisch, überbackenen Käse, Tomaten, Kräutern. Hat sie wieder ihren Thunfisch-Nudelauflauf gemacht. Er schaute kurz, sich vergewissernd, nach der noch fast vollen Auflaufform im Backofen, machte diesen wieder zu und drehte ihn an. Es war ein schönes, aber auch irgendwie komisches Gefühl für ihn, nach Hause zu kommen und sich Essen warm zu machen, das die Frau, mit der er zusammenwohnte, gekocht hatte. Einerseits warm, andererseits fremd, so als ob er mit Yvonne jetzt verheiratet spielen würde, so wie er das als Kind mit seiner Cousine im verwaisten Hühnerhäuschen seiner Oma gemacht hatte. Ausgefegt, Bilder aufgehängt, Ameisensuppe, gekocht, wir spielen jetzt Mann und Frau. Natürlich war das hier eine richtige Wohnung, die sogar richtige Miete kostete. Das Essen war richtiges Essen und er hatte mit Yvonne auch richtigen Sex. Aber trotzdem kam ihm das alles manchmal ganz unwirklich vor, so auch jetzt in einem kurzen Moment, der nur gefühlsmäßig aufzuckte und in dem er auch nicht bewusst an die Kinderspiele mit seiner Cousine dachte. Lecker, dauert aber noch ein bisschen. Er holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank, öffnete es, nahm einen Schluck,
schaute kurz aus dem Küchenfenster, aus dem nur die spärlich erleuchtete Gasse zu sehen war, und verließ dann die Küche. Nochmal kurz rüber, der Ofen ist ja noch nicht warm. Der Abspann des Films lief gerade, als er sich neben Yvonne aufs Sofa setzte. Sie kuschelte sich an ihn, den Hinterkopf an seiner Brust, dabei weiter zum Fernseher schauend und fragte unaufgeregt: Hast du gehört? Da hat heute ein Schüler seine Lehrerin erstochen. Nee, krass, wo denn? Irgendwo in Sachsen, glaube ich, im Klassenzimmer. Kommt bestimmt gleich in Nachrichten. Tatsächlich erschien ein paar Sekunden später das Logo des Nachrichtenmagazins auf dem Bildschirm und Janosch sah, dass bei den durchlaufenden Schlagzeilen zu Beginn neben irgendwelchen Feierlichkeiten zum Mauerfall auch der Amoklauf erwähnt war. Der Moderator begann dann auch. 2 Tage nach der Bluttat von Bad Reichenhall erschüttert die Menschen wieder eine schreckliche Gewalttat. Heute stach in Meißen ein 15-jähriger Schüler seine Lehrerin in Anwesenheit der Klasse nieder. Noch im Klassenzimmer starb die Lehrerin an den Folgen der Messerstiche. Das macht fassungslos und lässt die Frage aufwerfen, weshalb immer mehr Jugendliche gewalttätig werden. Es folgte ein Filmbeitrag mit einer Außensicht der Schule und viel Polizei und sonstigem Auflauf davor, Bildern von unter Schock stehenden Augenzeugen und einem Interview mit dem Schulleiter. Krass, oder? Meinte Yvonne, nach den Chips greifend und sich noch mehr in ihn hineinkuschelnd. Janosch fühlte eine Mischung aus echter Bestürzung und einer ihm selbst unangenehmen Sensationsgeilheit, untermalt von der Empfindung, dass das alles mit ihm und seinem eigenen Leben überhaupt nichts zu tun hatte. Ups, fast hätte er den Backofen vergessen, den er, wenn er warm war, schon mal ausmachen wollte. Er war Stromsparer. Er sagte: Augenblick, schob Yvonne sanft von seiner Brust weg, stand auf, ging in die Küche, vergewisserte sich, dass der Backofen schon halbwegs warm war, machte ihn aus, kehrte zum Sofa zurück, nahm Yvonne wieder in den Arm und sah auf der Mattscheibe das Brandenburger Tor mit einer Bühne und feiernden Menschenmassen davor. Berlin, soll ich jetzt? Muss ja irgendwann. Er räusperte sich ein wenig und sagte dann möglichst ruhig und unaufgeregt: Also, ich will Silvester auf jeden Fall nach Berlin. Kommst du mit? Und hoffte, dass Yvonne nicht mit wollte, ohne sauer auf ihn zu sein, aber das konnte er nicht sagen. Och, muss das dieses Jahr sein? Nüllte sie an seiner Brust, dabei weiter auf die Mattscheibe schauend. Janosch seufzte. Aber Tom und Bodo sind doch schon über ein halbes Jahr in Berlin und ich hab's noch nicht besucht. Im Frühjahr ging's ja nicht, wir sind ja auch umgezogen. Also zusammengezogen. Er lächelte sie zärtlich an. Und das Millennium-Silvester wäre doch cool in Berlin. Was meinst du, was da los ist? Auf dem Bildschirm war jetzt eine Sitzung im Reichstag mit dem Ex-Präsidenten der USA, George Bush, zu sehen. Guck mal, das ist ja der Bush, gibt's den auch noch? Lenkte Janosch ein wenig ab. Ja, das ist es ja grad. Mir ist da ein bisschen viel los, glaube ich. Und alle meine Freunde feiern hier. Und in Berlin sind nur deine Freunde. Du kannst ja auch mal mit meinen Freunden feiern. Ich habe letztes Mal auch mit deinen gefeiert. Das wird mich echt freuen, log er im sicheren Vorgefühl des Sieges, der in diesem Fall hieß, alleine nach Berlin zu fahren. Mittlerweile war Gorbatschow am Rednerpult zu sehen. Der Gorbi, bemerkte er entspannt. Ja, ich weiß, aber sei mir nicht böse. Die haben ja nicht mal Freundinnen. Da bin ich ganz allein als Frau. Soll ich jetzt für Tom und Bodo noch Freundinnen besorgen, scherzte er. Jetzt stand Helmut Kohl am Rednerpult. Und noch der dicke Kohl, äußerte er abfällig. Und nach einer kleinen Pause setzte er in einem charmanten Tonfall dazu: Wenn du mir nicht böse bist, wenn ich fahre? Das muss ich mir noch überlegen, gab sie neckisch zurück. Okay, geritzt. Janosch atmete auf. Er hatte sich schlimmer vorgestellt. Im Fernsehen waren jetzt Bush, Gorbatschow und Kohl mit jüdischen Käppchen in einer Synagoge zu sehen. Er streichelte zärtlich Yvonnes Ohrläppchen und dachte an das Millennium-Silvester in Berlin mit Thomas und Bodo. Wird bestimmt richtig geil. Dann fiel ihm wieder sein Essen ein und er schob Yvonne wieder sanft zur Seite. Lecker Thunfischnudelauflauf. So, das war jetzt ein bisschen die Vorbereitung. Und danke.
Und jetzt mache ich 20 Minuten Pause und dann kommt los. Dann geht es richtig los.